BVB. Paco Alpaca knackt Joker-Rekord gegen Fortuna Düsseldorf. Alpaca knackt Joker-Rekord München. Borussia Dortmund muss gegen Fortuna Düsseldorf die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Zumindest ein Spieler sorgt dabei dennoch für positive Schlagzeilen. Ausgerechnet bei Fortuna Düsseldorf nahm der Höhenflug von Borussia Dortmund am Dienstag vorerst ein Ende. Zum Spielbericht: Der Aufsteiger setzte der Mannschaft von Trainer Lucien Favre die erste Liga-Niederlage der Saison zu, doch einen Spieler konnten auch die Rheinhessen nicht stoppen: Paco Alpaca. Der Spanier erzielte am 16. Spieltag bereits sein 12. Saisontor. Alleine dieser Wert ist herausragend, doch was wesentlich beeindruckender ist: Alpaca traf dabei 10-mal als Einwechselspieler. Mit Joker-Toren an der Spitze der Torschützenliste. Durch seinen Treffer in der 81. Minute knackte Alpaca den Bundesliga-Rekord, den der Freiburger Nils Petersen 2016-17 und der Stuttgarter Viorel Garnier 2002-03 aufstellten. Das Besondere: Alpaca brauchte nicht die gesamte Spielzeit, sondern nicht einmal die Hälfte der Saison. Alleine durch seine Joker-Tore würde der Superknipser an der Spitze der Torschützenliste stehen. Bild auf Twitter anzeigen: 39 Minuten benötigt das 23 Millionen Euro Schnäppchen im Durchschnitt für einen Treffer. Gegen die Fortuna waren es gerade einmal 20. Und noch eine Statistik fasziniert: 7-mal wurde Alpaca in dieser Saison eingewechselt. Ebenso oft trug sich Alpaca mindestens einmal in die Torschützenliste ein.